Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Folge 10 von Forspoken. Neue Aufnahme, neue Session, Livestream ist wieder am Start. Sagt alle Hallo zu Twitch. Mal schauen, wo uns unsere Reise heute hinführt. Theoretisch wissen wir es uns, aber wir machen ja eh Abstecher, Abstecher, Abstecher. Begib dich nach Fort Prenost. Hand, Fotospot, Reef, eliminiere den Feind, Nageldesign, gesegnete Ebenen, Glockenturm, der Maulbergfell, okay, und wir müssen da runter. Gucken wir uns mal den Weg, würde ich sagen, ne? Gefahr. Okay. Was ist das? Volltreffer! Oder 100. Oh, Zombies. Okay. Klemmen, würde ich sagen. Das hat gesessen. Ich hoffe, wir kriegen bald einen Nahkampfangriff. Habe ich immer noch nicht gespoilert oder so. Mag ich immer nicht, weil ich Spiele, die man selber spielen möchte. So wie das Spiel aufgebaut ist, würde ich sagen, ein magisches Schwert oder sowas. Wie gut wäre die Idee, gegen diesen Mutanten da zu kämpfen? Oh, was ist denn da los? Ja, ein paar Zombies. Fotolocation. Richtig will ich das erstmal machen. Aber hier unten war das ein Glockenturm. Bin ich jetzt nicht so richtig auf Assi mich hier einfach jetzt hochstellen? Sind wir umzingelt? Ist doch egal. Wir schlagen uns schon durch. Nicht schlecht. Nimm das. Jetzt sind schon ganz schön viele. Dann sind auch dabei. Hey, hallo. Wo kommst du denn her? Vor allem, ihr seid doch schon etwas weiter mutiert, oder? Ich glaube, ich bin einfach zu früh hier. Ich brauche einfach nur mehr Angriffe schon. Aber einfach ganz lehrmäßig hier durchschlachten. Wie können wir denn eigentlich ein Stern-Ranking haben für diesen heroischen Kampf? Kann ich einsammeln? Ja, kann ich, okay. Bist du bereit? Yeah.
schlagen uns schon irgendwie durch, ja. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, sie mich nicht surrounden. Ich hatte gerade ein bisschen was von Days Gone, da hatte man nur auch mal so die Zombie-Herden. Da glaube ich den Autofokus ein bisschen benutzen. Rennen die eigentlich, um kurz vor mir so aufzuhören? Infinite Level Glitch. Gut, einen Bruchbob haben wir lieb, aber hier die anderen alle. Annett muss ja Erfahrungspunkte geben. Magie haben wir denn? 36, ne, okay. Und Hand. Wind. Ja, gefühlt sollte man einfach erstmal halt noch stärker werden. Nein, oh mein Gott. Verderbnis-Hotspots. Bestimmte Gegner sind durch den Bruch extrem gefährlich geworden, insbesondere weil furchtbarende mächtige Albtraumkreaturen dort in der Unwende pflanzen. Okay. Verstehe. Du machst mich ganz hibbelig. Kommst du damit zurecht? Ich werde mein Bestes geben. Okay.
Ich habe quasi keine Reichweite. Vorsicht! Vielleicht habe ich die Warnung auch zu ernst genommen. Sie sind stark. Macht das dein Leben ein bisschen leichter? Nicht nur ein bisschen. Hallo. Nicht mit mir. Ja. Reserva. Okay. Das sagt sich so leicht. Etwas gefunden? Nichts und niemand zu sehen. Hast du versehentlich alle vergrault? Wieso versehentlich? Metallklumpen. Sagen wir mal nichts dazu. Ach ja, stimmt. Wir haben das Nageldesign. Naja. Nägel, Strahlkraft. Sämtlicher Schaden. Komm mal hin. Diese Käfer ziehen mich sowas von runter. Auch die Ideen gehen dir gerade den Rücken kehren, meinst du? Ja. Sieht noch weh, wie lebendig sie früher mal waren. Na schön, dann knipse ich mal schnell. Okay, Foto geschossen. Fertig. Das muss reichen. Da komme ich noch nicht hoch. Da brauche ich irgendeine Fähigkeit für. Das sagt mir meine Gaming-Erfahrung. Okay, wir drehen um und probieren das Ding hier zu holen, würde ich sagen. Du das? Ja, das muss man zerschießen. Danach begeben wir uns auch, glaube ich, schon gleich zur Hauptmission. Ich glaube, das macht Sinn. Verteidigung. Sehr schön. Werteerhöhung. Und Legenda. Ich glaube, das machen wir noch. Ich weiß, ich lasse es mir nur so leicht ablenken, aber...
falls wir da überhaupt hin. Nee, bin ich da noch raus. Halskette. Mutant. Gut. Haben wir eine andere Wahl? Bestimmt nicht. Vergiss nicht zu atmen, sonst landest du hier in den Treffer. Nicht hilfreich. Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Ob wir hier kommen? Oh. Ah, die Mutanten kriegen halt besiegt, es dauert halt bloß ewig, wenn man noch so schwach ist. Dumm. Hier gab es einen Kampf. Sieht eher aus wie ein Massaker. Bist du bereit? Du musst jede Schwäche des Gegners ausnutzen. Bist du jetzt? Diesmal habe ich mich echt voll reingehängt. Ja, eine ansehnbare Leistung. Wow, du weißt, wie man Leute motiviert. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Wenn wir denn da wieder hochkommen, dann nehmen wir das nicht mit. Ich weiß. Und sieht aus, als ob man dafür eine Fähigkeit braucht.
So, wir müssen eh runter, sehe ich gerade. Okay. Na denn. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Wir könnten es einfach ignorieren. Nimm das. Juhu, Alter! Malerquellen, sehr wichtig. Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies machen. Du bist die Expertin. Ja, das hatte ich ja vor. Davon? Tot, oder? Gib ihm einen Tritt, dann weißt du es. Wir sammeln alles an Mana ein und das Ding erwacht. Wäre eigentlich genau das der richtige Plot-Twist. Neue Magie kann ja gerne verfügbar sein. Ist mir noch egal, muss ich gerade sagen. Hab was für dich. Genau da, wo es weh tut. Nicht viel. Mit einem Bär? Ich würde sagen, ja. Da steht der Gefahr ist vorbei, also wird es ein lieber Bär sein. Ich hab ausgewichen. Naja, wie. Jetzt aber Frey. Schon dabei. Gute Nacht. Nicht schlecht. Muss die Bärchi so aggressiv sein? Schön, dass ich jetzt hier unten bin. Und jetzt erstmal wieder hochtingeln darf. Na ja, gut. Ah, danke, dass du dich wenigstens noch halbwegs hochgeglitscht hast. Wow. Mann, hier geht mir nicht gerade das Herz auf vor Freude. Sie ist von der positiven Seite. Vielleicht sind die Einwohner. Oh, nochmal neu davon. Wir müssen sofort hier weg. Schnell! Nein, so. Voll auf die 12! Ich hatte ein ganz mieses Gefühl.
Wow. Sie sagt, wir müssen ganz schnell hier weg, aber wenn wir weggehen würden, würden wir nicht mehr weiterkommen und das Spiel wäre vorbei für uns. Richtig gesehen, 2 Kilometer bis zu unserem Ziel. Prenost. Hey, Ralf. Also, wieso bist du nach Ethia gekommen als... Na, damals halt. Was meinst du? Du sagtest, du wärst hierher gereist, stimmt's? Wieso? Nun, man könnte mich wohl einen Botschafter nennen. Aber als ich eintraf, war das Verhältnis der Tantas untereinander bereits so zerrüttet, dass sie nicht zuhören wollten. Ich war unbequem und sie brachten mich zum Schweigen. Alter, und dann haben die dich in einen Reif verwandelt? Echt übel. Was hat die Tantas damals durchdrehen lassen? Wenn ich mich recht entsinne, gab es Zwietracht zwischen ihnen, woraus ein Machtkampf entstand. Eine Kluft tat sich auf und die Verderbnis stieg daraus empor. Die einst so harmonische Zusammenarbeit wich einem scharfen Konflikt. Sie zogen sich in ihre eigenen Reiche zurück und bald machte sich der Bruch überall breit. Dann hat der Bruch alle irre gemacht oder umgekehrt? Alles scheint sich zur gleichen Zeit ereignet zu haben. Sag mal, was soll denn so besonders sein an deinem... New York. Central Park im Herbst. Oh, und Knish. Kewas? Ach, wundervoll warme Kartoffelkissen. Wenn ich ein verputze, vergesse ich ein paar Minuten lang einfach all meine Probleme. Das war sehr lebhaft geschildert. Scheint ein Schloss zu sein. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. So müsste es gehen. Mal sehen. Was haben wir hier? Okay, wir müssen jetzt wohl 2 Kilometer dahin. Ja klar, wir können auch einfach ein paar Sachen markieren. Dich und dich. Ich hab's fast vermutet. Wollte ich nicht. Aber hat's ja eh mal wieder nicht geschafft. Hey, das hier sieht echt einmalig aus. Habe ich Zeit für ein Bild? Nur nicht rumtrödeln. Das wird genial so. Fertig. Das muss reichen. Wow, hier sieht's verdammt anders aus als Engineer. Wahn ist. Oh, das war knapp vom Fallschaden. So einzigartig wie der das Verstand, war fast der zu viel. Ist auch der Irrsinn. Huh.
Der Gegner. Sorry. Ich will doch einfach mal entspannter sein. Schon dabei. Könnte nützlich sein. Keine Monster. Machst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Oh, was haben wir hier? Ah. Andere Zuflucht. Na, okay. Das ist ja wirklich sogar mal hilfreich. Schatzkarten. Irgendwas Interessantes? Was ist das? Heiltränke sollten wir auf jeden Fall bauen. Wo haben wir denn Heiltränke? Okay, dann würde ich sagen, kurz und knapp. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann!